Hallo, liebe Freunde von PockPC.ch. Ich begrüße euch erneut zu einem Unboxing-Video. Heute geht es um das Einju V3 Plus, dem Nachfolger des Einju V3. Das Handy haben wir bekommen von antelife.com. Und nun schauen wir uns mal die Verpackung an. Wie gesagt, es ist die Plus-Version, eine bisschen abgeänderte Version. Bisschen bessere Kamera soll sie haben und ein bisschen bessere Akkulaufzeit. Wir schauen uns einmal an, was alles in der Box mit drin ist. Ja, erstmal aufmachen. Ist immer ein bisschen schwierig, weil nicht jeder Geräte sind sehr gut verschlossen. So, da sehen wir auch schon das Flipcover, was sie mitgeliefert haben. Da drin ist das Handy, das Einju Plus. Ich bin gespannt, ob das Flipcover auch ähnlich wie beim Samsung funktioniert. Wir legen es jetzt erstmal zur Seite. Dann schauen wir mal, was wir noch alles in der Box finden. So, da sehen wir als erstes einen Screen Guard Protector. Dann ein User Manual, also eine Bedienungsanleitung. Ich tippe jetzt mal, diese wird auf Englisch sein. Ja, ist auf rein englischer Sprache, aber gut. Letztendlich, wer liest es sich durch? Aber sieht nett aus, muss man ganz ehrlich sagen. Schön gemacht. So, dann haben wir ein EU-Ladegerät. Dann haben wir noch ein Micro-USB-Kabel zum Laden und dafür, dass wir es an den PC anschließen können oder an den Laptop oder ans Tablet über OTG. Sieht ganz gut aus. Dann haben wir noch In-Earphones. Oh, die sehen sogar richtig nett aus. Ein bisschen wertiger, ein bisschen so wie Beats von Dr. Dre. Mit Freisprechfunktion und weiter für Musik, Tracking. Alles dabei. So, dann schauen wir uns auch mal das Handy an, was schon in der Flipbox eingelegt wo ist. Wir versuchen das herauszukriegen. Ja, ist ganz schön fest. Ja. So, Fliplocks hinten, durchsichtiges, transparentes Plastik. Dann nehmen wir das Handy heraus. Noch die kleine Karte mit der E-Mail, mit allem drum und dran. Dann sehen wir sofort hinten, fühlt sich ziemlich wertig an übrigens das Handy. Hinten die Kamera und der LED-Flash, vorne noch die Folie drauf. Mit den Bezeichnungen der einzelnen Knöpfe, die wir an dem Handy haben. Da sehen wir Volume, unten haben wir Menü-Button, Home-Button, das sind Soft-Button, das sieht man jetzt schon. Da haben wir einen, auch in Edelstahl gehalten, wie übrigens auch der Rand aus Edelstahl zu sein scheint, was ich ganz schön finde. Einen Power-On-Knopf. Unten haben wir die Lautsprecherbuchsen. Leider kommen sie nicht nach vorne, sondern nach unten heraus. Naja, wir werden das mal testen, wie der Sound so klingt. Nochmal zwei kleine Knöpfe noch. Wahrscheinlich, um das Gerät komplett aufschrauben zu können. Dann haben wir hier die 18,2 Megapixel Sony-Kamera mit dem LED. So, dann starten wir das Handy jetzt einmal. Derweil erzähle ich euch noch ein bisschen zu dem Handy. Wie gesagt, es ist das Nachfolgegerät des V3, ausgestattet mit einer MTK 6592 Octa-Core mit 1,4 GHz. Leider hat es kein LTE, aber natürlich UMTS. Android 4.4.2 ist installiert. 5 Zoll haben wir. OTG IPS Gorilla Glass 3 Display mit Multitouch natürlich. Die Bildschirmauflösung ist 1280 x 720. Nicht wirklich prickelnd, aber okay. Intern haben wir 2 GB RAM und 16 GB ROM-Speicher. Maximal können wir mit einer MicroSD-Karte natürlich auf 32 GB erweitern. Ein Highlight, wie ich finde, sind die 18,2 Megapixel von der Sony-Kamera, die sich auf der Rückseite befindet. Die Frontkamera, also die Selfie-Kamera, hat 5 Megapixel. Werden wir natürlich mal alles durchtesten. Ansonsten ziemlich alles dabei, was man braucht. Die Batterie liegt bei 1850 mAh. Wir haben natürlich ein Dual-SIM-Handy hier. Das unterstützt sämtliche Netzfrequenzen hier in Europa. GPS, Bluetooth, WLAN, alles natürlich am Laufen. Okay, dann schauen wir uns mal an. Erstmal verbinden wir uns mit dem WLAN. Das geht schnell. Sofort verbunden.
So, dann schauen wir uns mal die Einstellungen kurz an. Ganz normal, wie wir es gewohnt sind von Android 4.4 KitKat-Version. Da sehen wir auch schon die inneren Werte über dem Gerät. 4.4.2 hatte ich erwähnt. V3 Octa-Core Modell. Allerdings, wie gesagt, die Plus-Variante. Mal gerade mal gucken. KitKat ist tatsächlich drauf. Zumindest sagt uns das Gerät das jetzt. Sprachen sind natürlich auch alle vorinstalliert. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig gefallen. Wir sehen uns auf pocketpc.ch demnächst auch mit dem kompletten Review zu diesem iNew V3 Plus Gerät. Bis bald!